euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Jetzt stehe ich heute schon wieder da mit meinem Schmankerl aus dem Bauernjahr Kochbuch. Und heute gibt's was aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern, und zwar aus dem Rottal, da bin ich daheim. Das klingt jetzt aber schon ein bisschen blöd, gell? Na, und zwar gibt's einen Rottaler Schindelbraten. Das ist auch ganz einfach zu machen. Eben wie ich oft sage, die Bauern, die haben nicht so viel Zeit gehabt, sich um das Fleisch zu kümmern, das viel umeinander zu tun. Das ist halt einfach ins Rohr reingeschoben worden. Man ist an den Stall ausgegangen und wenn man reingekommen ist, dann war das fertig. Und das ist praktisch. Ich kann da zwischendrin auch was tun, was anderes machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den Rottaler Schindelbraten braucht man für 4 Portionen 1 Kilo Halsgratscheiben oder Wammerl. Ich habe jetzt so der Wammerl, also ein Bauchfleisch da. 1 Kilogramm Gemüse der Saison, das heißt Blumenkohl, Karotten, Bohnen, Weißkraut, Lauch, Kartoffeln. Ihr könnt eigentlich alles rein tun, was auch vielleicht noch Reste übrig habt. Das war bei mir auch so. Karotten habe ich übrig, Staudensellerie hat noch ein bisschen da. Und deswegen baue ich die da mit ein. 2 kleine Zwiebeln, 3 bis 5 Knoblauchzehen, 1/4 Liter Brühe, Salz, Pfeffer, Paprika und Kümmel. Und wie es ihr da seht, es ist wieder sehr übersichtlich beschrieben. Ich möchte sagen, sehr unübersichtlich. Denn eigentlich, ja gut, Mürs schneiden, eine in den Topf, Fleisch auf, fertig. In einem Topf, der eine gute Hitze verträgt, tue ich ein bisschen Butter zerschmelzen lassen. Dazu kommt einmal die Zwiebel, die dünste ich ein bisschen an. Wenn die Zwiebel angedünstet ist, gebe ich meinen Knoblauch dazu. Denn ich sage ja immer wieder, beim Knoblauch im Aufpassen, der wird viel schneller braun als wie jetzt eine Zwiebel. Deswegen erst später der Neidor, weil wenn der braun wird, der Knoblauch, dann schmeckt alles ein bisschen bitter. Als erstes die Karotten, mein Staudensellerie, den Lauch. Und jetzt kann ich zwischendurch schon ein bisschen würzen. Da ist also eine Mischung drin aus Kümmel, Pfeffer, Paprika und ein bisschen Salz. Beim Salz sparsam sein, denn in der Brühe ist ja auch oft Salz drin. Und außer ihr habt ja selber gekocht, die Brühe, ohne Salz. Aber ansonsten wird das oft zu salzig dann, weil man nachsalzen kann man immer. Dann verteile ich meine Kartoffeln drauf. Und wie ihr seht, die mache ich jetzt ein bisschen als wie so Schindeln hier, damit das auch wirklich Schindelbraten heißt. Warum ein Schindelbraten heißt, weiß ich eigentlich eh nicht. Vielleicht hat er früher Schichtbraten geheißen, keine Ahnung. Da gebe ich jetzt nur als letztes mein Kraut drüber. Und würze das nur einmal alles ein bisschen. Mit der Brühe wird das dann aufgegossen. So ein 3/4 Liter soll es sein. Ich werde es da nicht so viel, weil ich habe ja auch nicht so viel Braten da. Ja, wenn es jetzt Vegetarier seid, ist das gut mit der Gemüsebrühe. Wenn anders, nehmt ihr Fleischbrühe her. Selber gemacht, die schmeckt da nur am allerbesten. Ich habe jetzt da Geflügel drinnen. Und das war jetzt die Sendung für die Vegetarier. Denn nun geht das Fleisch weiter. Da richte ich jetzt mein Wammerl drüber. Und das wird jetzt noch gesalzen und pfeffert. Und nun gebe ich das Ganze bei 180 Grad Umluft so 1,5 Stunden ins Rohr. Und da sehen wir uns dann wieder. Eine Stunde ist jetzt das drinnen und das Wammerl schaut jetzt schon ganz schön braun aus. Ich glaube, das drehe ich jetzt einmal um. Und dann mindestens nur eine halbe Stunde, glaube ich. 1,5 Stunden war er jetzt drinnen, gut 1,5 Stunden. Das alles ist ganz weich und zart. Vielleicht ein bisschen Salz noch dazu, ansonsten schmeckt es wunderbar. Und so schaut er aus, wenn er fertig ist. Unser Rottaler Schindelbraten. Schindel sieht man jetzt nicht mehr, weil alles durcheinander auf den Teller kommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim
beim Nachkochen. Pfiat euch!